So, was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Wundertausch. Heute ein kleines bisschen später, aber die Leute, die mir auf Twitter folgen, die werden, oder die haben ja dann gesehen, warum es später war. Ist auch egal, auf jeden Fall sind wir wieder zurück. Und wir vertauschen heute ganz viele kleine süße Wasserspinnchen, ganz viele kleine Araqua. Shake that booty. Und ich würde sagen, wir legen auch sofort los. Also, wir gehen auf den Wundertausch und ja, stell bitte eine Internetverbindung her. Dankeschön. Hallöchen, Kimibär. Ja, dankeschön. Verbindung zum Pokémon Global Link wird hergestellt. Die Spielsynchro wurde abgebrochen, ich weiß. Whoop, whoop, los geht's. Whoop, whoop, los geht's. Sunchi, gib mir den Beat. Whoop, whoop, los geht's. Matti, danke für den Follow. Du bist geil, Daniel, weiß ich. Noctowski, danke schön, das weiß ich aber auch selber. Okay, also, Tausch starten. So, auf jeden Fall, wir sehen hier ganz viele kleine Araqua. So, jetzt muss ich das noch eben hier mal so ein bisschen umstellen. So, jetzt haben wir das, was ich auch brauche. Heute wieder mit Random-Wesen, diesmal auch keine Zuchtattacken. Und dementsprechend, ja, würde ich auch sagen, fangen wir auch einfach an. Wie gesagt, seid mir nicht böse an der Stelle. Ich habe auch mal so geguckt, die einzig gute Zuchtattacke, in Klammern, eine gute Zuchtattacke bei Araqua wäre Aurora-Strahl. Vielleicht noch Kraftteiler. Kraftteiler wäre vielleicht noch interessant gewesen, aber da muss ich auch sagen, habe ich auch viel zu spät geschaltet und da waren die Eier schon soweit produziert und dann hatte ich keine Lust mehr, neue zu machen. Okay, also. Klatscht im Rhythmus. Gut gemacht, Sunji. Yeah, du hast es drauf. Okay, also ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiter abgrooven, starten wir den Wundertausch. Hi, Vanni! Und Mario aus Schweden. Hallo, Don Link. Oh, mir fällt gerade mal so nebenbei auf, die ganzen Araqua sind alle in dem Netzball. Also ich muss ehrlich gestehen, von den Alola-Formen, die es so gibt, gefällt mir die von Kleinstein am besten. Muss ich ehrlich sagen. Ich vertausche heute, ich vertausche Shiny Flamio mit hartem Wesen. Okay, wie geht's dir? Dankeschön, Freeze. Mir geht's gut. Wie geht's dir denn? Despo ist die Frage an mich gestellt. Wow, ein sanftes Kleinstein. Dieser Stein ist so soft und so sanft. Bestimmt sind das die Augenbrauen von Kleinstein, die so sanft sind. Ich habe einen Maximilian-Liebeskuss. Ne, klar war das nicht. Achso, wusste ich nicht. Sorry. Sorry, Despo. Das kann durchaus sein, dass jetzt mehr tauschen als zu Beginn,
Gerade weil ja jetzt Pokémon Bank draußen ist und ja. Dadurch dann wahrscheinlich mehr Pokémon im Umlauf sind. Und noch Leute mehr tauschen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass mehr Leute tauschen. Ob es auch wirklich so ist, weiß ich allerdings nicht. Naja, mit jeder Woche dürfte die Chance, WTSler zu treffen, wieder steigen. Eigentlich schon, ja. Oh, hallo. Ein frohes Carpador. Das ist nicht schlecht. Das ist verdammt gut. Schade, das ist nicht hart. Das ist aber egal, da Arcanine, weil dann könnte ich Gyarados... Stell dich mal vor, ich muss das jetzt mal eben nachschauen. Das interessiert mich jetzt mal. Wie hoch ist die Basisinitiative eines Gyarados? Muss mal gerade gucken. Hallo, ein bisschen schneller. Dankeschön, Handy. Dankeschön. 81. Naja, gut. Nein, eigentlich Elsa Arthur von wegen Aquaman und Arthur Curry und deswegen Arthur. Glaubst du, dass du heute was Krasses bekommst? Das weiß ich nicht, Beast Hunter. Ich lasse mich einfach überraschen. Aquaman. Oh mein Gott, ja, Mann, Aquaman. Stell dir mal vor, wirklich, Despo, dass es diesen einen Superhelden in der Alola-Region gibt, der halt wirklich mit seinem Araqua das Böse bekämpft. Und danach das Araqua, so ein kleines... Oh, das Araqua mit so einem kleinen Cape. Wie süß, ey. Felix aus England. Wenn das jemand zeichnen kann, dann bitte macht mir mal ein Araqua mit einem kleinen Cape. Das würde mich echt... Das wäre richtig cool. Aranestro schützt ja auch verletzte Pokémon in seiner Blase. Hashtag Superhero Life. Ach du Scheiße. Dann sind Aranestro und Araqua einfach die geheimen Superhelden der Alola-Region. So von wegen die maskierten Helden aus der Kalos-Region. Ja, und es waren ja nicht zufällig Sina und Dexio. Und hier sind es einfach Araqua und Aranestro. Dark, danke für dein Follow.
Und Beth ist wer? Ich brauchte einfach nur einen weiblichen. Weiß ich nicht. Ich brauchte einfach nur einen weiblichen Namen. Und da ist mir nichts Besseres eingefallen. Sorry. Von Arufu aus New York. Von Arufu. Benbert, danke für den Follow. Oh, ein Sankabu. Reißlos im Ultraball, ach du Scheiße. Sandy Gast. Beth erinnert mich ehrlich direkt an Until Dawn. Es wäre jetzt noch witziger, Vanny, wenn es wirklich passen würde, ne? Wie zum Beispiel mit dem Aquaman, ne? Dass man da irgendwie sowas machen könnte wie Aquaman, Araquaman, weißt du, irgendwie sowas. Und das Gleiche dann auch irgendwie mit Beth hinkriegen könnte. Das wäre natürlich jetzt ein richtiger Zufall gewesen und nicht ein und ich es dann einfach nicht weiß, dass es solche Zufälle dann gibt. Naja, egal, Aranestro Man und Araqua Boy. Ach du Scheiße. Kite aus Rheinland-Pfalz. Ein Zubat. Wow. Ich habe gerade schon gedacht, okay, da kommt was Krasses im Finsterball. Und dann. Tja, ein Zubat. Naja, egal. Daniel, hast du öfter solche Partybusse vor deiner Haustür? Die nerven. Es geht eigentlich. Sagen wir es mal so. Ich persönlich finde es ja mal ganz witzig, wenn da mal wirklich so ein Bus da steht und dann die Leute einfach hier vorne laut Musik laufen lassen. Das stört mich noch nicht mal. Die könnten das selbst machen, wenn ich schlafen gehen würde. Mich persönlich stört sowas nicht. Ich bin da super tolerant eigentlich. Aber man muss auch dazu sagen, es kam unerwartet. Das muss man dazu sagen. Also ich bin auch eine Menge aus dem Haus meiner Eltern gewöhnt. Deswegen stört mich sowas absolut nicht. Und dann könnte man auch hier, weiß ich nicht, hier von wegen all night long die ganze Nacht hier Party machen. Das würde mich nicht stören. Es ist einfach so. Es ist irgendwo krass, aber es ist halt einfach so. Mike aus Bremen. Ich liebe Videospiele. Oh, toll. Oh, Jesus aus Spanien. So. Ach so, ich dachte, Jesus kommt aus Nazareth. Okay, dass Jesus eigentlich Spanier ist, wusste ich auch nicht. Oh, hallo Nebulak. Gastly. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen netten Menschen hier, außer Daniel. Ah, danke wünsche ich dir auch nicht, Paperskill. Das ist Jesus, ein spanischer Surflehrer.
So, so. Moon aus den Vereinigten Staaten. Oh! Pichu, guck mal nach Arcanine. Nicht nur du hast jetzt ein Pichu. Yay! Ich wünsche niemandem einen netten Abend, außer Daniel. Oh, Learis. Wie nett von dir. Aber sei nicht gemein zu den anderen. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Wundertausch auf Daniel treffe? Sagen wir es mal so, Butterlini. Es ist, die Chance ist gering. Muss man jetzt auch dazu sagen. Sie ist aber da. Ich habe schon öfter Leute getroffen. Es ist also nicht unmöglich. So viel kann ich schon mal sagen. Aber man muss eine wirklich eine Menge Geduld aufbringen. Würde eigentlich gerne mein Team nach Leuten aus dem Chat benennen, aber wer passt zu Dressella? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, Bespo passt gut zu der Dressella. Falls jemand einen anderen Vorschlag hat, gut, kann er es dann gerne auch machen. Amélie aus Frankreich. Bonjour, Madame. Despo passt zu Despota. Ja, gut. Oh, hallo, Baut. Wo wir gerade von coolen Pokémon für Despo reden. Schau mal hier, Despo. Ein Baut. Wow, ein chinesisches Baut. Ist das traditionelles Chinesisch oder ist es schon das? Das andere Chinesisch. Das sah für mich jetzt neuer aus. Und das ist Koreanisch. Auch gut. Ist doch alles dasselbe. Nein, Quatsch. Nein, natürlich nicht. Kannst die anderen 500 Bouts aus meinen Boxen haben. Ja, ich glaube, mit 500 bin ich ein bisschen überfordert. Es war echt nett von dir gemeint, Despo, aber ich glaube, Hauptsache, ich bin mit 5 Leuten aus dem TS, auf dem TS, habe Musik an und Daniel Stream. Das ist auf jeden Fall ein gutes Konzentrationstraining. Das stimmt wohl. Wei Sheng aus Tokio. Nein, Safe Dark, ich weiß, dass das alles nicht dasselbe ist. Ist mir auch klar. Hi, Kenko. Hab ich dich schon gegrüßt? Wenn nicht, sorry. Oh, wow, The Beak. The Beak.
Hi Daniel. Nope, aber ist okay. Sorry. So, nächstes Pokémon wird vertauscht. Aerodactyl. Das von einem Ami. Ich bin überrascht. Hm, Shiny Lemming, nicht schlecht. Stell dir jetzt mal bitte vor, das wäre ein Shiny Aerodactyl gewesen. Das wäre krass. So, und ich werde auch gerade mal ganz eben verschwinden. Bin aber so schnell wie möglich wieder da. Also, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Bis gleich. Sorry, Safe Dark. Das mit dem, oh mein Gott, lol, Shiny, funktioniert nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Oh, ein Dragosso. Mit Eisenschädel auch noch. Hallo? Du musst auf jeden Fall in meine EV-Trainingsbox. Wie will man einen Starter an einem Luxusball bekommen? Eigentlich ja gar nicht, Jimmy. Eigentlich gar nicht. Eben, per Event, wenn überhaupt. Genau wie das Bo sagt. Man kann doch in der Friends Safari Starterentwicklung mit Luxusball fangen und bei der Zucht wird er es dann weitervererbt. Ja, natürlich. Das kann gut sein. Oh mein Gott! Ein Flamly! Oh mein Gott! Ein Flamly! Ja, aber zum Beispiel die Starter aus der 7. Gen, die kannst du halt nicht in speziellen Bällen bekommen. Despo, wieso kriegst du eigentlich so viele Reißlaus gerade? Nicht doch. Warte mal. Was? Seit wann kann Flamly Fluch? Hä? Was? Wieso kann Flamly Fluch? What?
dann bringe ich es doch besser Protzer bei. Weil Fluch ist ja blöd. Ja, schon klar, Jimmy, dass es halt ein Zuchtmove ist, aber ich wusste nicht mal, dass man überhaupt Fluch auf einem Flamly weitervererben kann. Das ist halt so das, wo ich mir denke, so, what? Wieso? Ja, eben, genau, das Problem. Ne? Fluch plus Temposchub. Das wäre die einzige, oh, Chris aus Hamburg. Das wäre so die einzige logische Variante, aber das würde Temposchub wieder ausbremsen. Was also wieder keinen Sinn machen würde. Ich wusste ja auch nicht, dass Lucario Feuerfeger kannte. Das wusste ich zum Beispiel. Oh, ein Absol. Na, da weiß man, was Absol. Habe dich. Dankeschön, Dark. Dankeschön, dass du mitmachst. Und Dankeschön für das Absol. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielen, vielen Dank. Ein stilles Absol. Warum still? Wahrscheinlich ein random Wesen. Wahrscheinlich. Nett. Auf jeden Fall ziemlich nett. Huch, hallo. Daniel, Fluch Flamly im Bizarro-Raum. Lina aus Ohio. Ja, gut, klar. Aber trotzdem bist du in der ersten Runde sowieso schon mal im Bizarro-Raum langsamer als die normalerweise langsamen Pokémon. Das heißt, Fluch würde sich, was weiß ich, erst in der zweiten oder dritten Runde erst bemerkbar machen und dann ist der Bizarro-Raum fast schon wieder aus. Samantera. Ist das jetzt ein Spitzname? Oder ist das wieder irgend so ein französischer Name, den ich wieder nicht kenne? Irgendwie ist Temposchub plus Fluch wie Umkehrung und Schwertanz oder so. Ja, irgendwie würde Fluch auf einem, ich weiß nicht, Fluch auf einem Flamly macht keinen Sinn. Dann kann ich ja viel besser, weiß ich nicht, dann kann ich ja eigentlich viel besser Protzer nutzen. Dann habe ich immerhin noch den Temposchub-Boost. Also so irgendwie macht Fluch gar keinen Sinn. Tom aus England. Muhahar. Har. Oh, ein Zubiris. Zubiris, Zubiris, Zubiris.
Schon wieder ein stilles. Das sind einfach schon drei stille Pokémon hintereinander. Und hier oben schon mal zwei. Diese ganzen stillen Pokémon heute, das kann ja nicht angehen. Seid nicht so still. Los, kommt ein bisschen aus euch heraus. Irgendwie, so ein bisschen. Klar macht das Sinn, ich spiele Logan auch immer als Tank. Ach, du auch. Tja, deine Pokémon reißen sich wenigstens im Gegensatz zu dem Bus unten zusammen. Das stimmt auch wieder. Kannst du Japanisch oder Chinesisch, Daniel? Was für Sprachen kannst du so? Naja, gut, wenn du was von wegen Japanisch wissen willst, dann frag lieber Despo, weil Despo kann tausendmal besser Japanisch, als ich es kann. Und ansonsten, ja gut, so ein bisschen Englisch kann ich. So ein bisschen Niederländisch kann ich und so ein ganz, ganz wenige Brocken Französisch. Das war's aber dann auch. Ein hartes Mimigma mit Fluch, Nachtmar, Abgangsbund und Nachspiel. Hallo. Ja gut, Safe Dark. Ich hatte das mal in der Schule gehabt, deswegen halt, ne? David aus Spanien, Andalusien. Fleck, Mann. Fleck, Mann. Beyoncé hat mir einen Pelipper geschickt. So, ist dieses Pelipper auch ein bisschen crazy in love? Who runs the world? Pelipper! Jack aus England! Alles klar, Garni, bis dann! Ein Pampudi!
Ist Shiny Vesprit legal? Ja, ist es. In Oris kann man sich ein Shiny Vesprit fangen. Und auch in Diamant, Perl, Platin. Wow. 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 Ich meine, ich kenne mich noch nicht so gut mit allem aus, was die siebte Gen angeht. Aber Pampuli und Pampros können Nahkampf? What? Okay, das, das ist schon mal krass. Hallöchen, Ape Rage. Das ist mir auch klar. Das ist, ich weiß auch, dass es ein Egg-Move ist. King Bailey GR aus Frankreich. Noch ein Bautz! Dösende Pferdchen. Brindibu. Ah. Despo, guck mal. Brindibu. Brindibu. Nee, lass mal. Okay, dann halt nicht. Deutsches Bouts best. Deutsche Bouts beste Bouts. Dann könnt ihr mir jetzt mal schreiben, wenn ihr denn bereit seid. Mary-Fan, sei mir bitte nicht böse, aber das ist halt ein bisschen blöd, wenn ich dann halt Leute anschreiben. Und sei mir auch nicht böse, wenn ich dir darauf auch keine Antwort gebe. Heute hat tatsächlich noch niemand den Counter sabotiert. Bis jetzt noch nicht, Despo. Aber da du das ja jetzt erwähnt hast, wird es bestimmt gleich einer machen. Doch, Daniel hat ihn zweimal vergessen. Nein, Jaden, du hast einfach nicht aufgepasst. Skogro LP, danke für dein Follow. Oh, ein weiteres Nebulak. Bouts mit Nickname Foster. Foster ist auch mal gar nicht mal so schlecht. Ich bin dir nicht böse. Ne, dann ist ja gut, Mary-Fan. Dann ist ja gut. Ich wollte es ja nur noch mal so mal eben gesagt haben. Weil für euch ist das ja dann auch scheiße, wenn ihr von irgendwelchen Leuten dann angeschrieben werdet, so, warum nicht gebannt worden? Oder sagt dem und dem, ich bin gebannt worden, so.
Leute, wenn ihr gebannt wurdet, dann ist es halt so. Entweder akzeptiert es oder lasst es einfach. Ach so, der Spitzname ist Forster. Ah, okay. Okay. Hallöchen, Fanmate! Besser spät als nie. Oscar aus England. Frage, wie kann man Krabbox entwickeln? Ich glaube, das ist wieder so ein... Oh, hallo! Hallo! Was bist du denn für ein wunderschönes Pokémon? Chansey! Hallöchen, Chanera! Ulala, ein tauschendes Magikarp aus der Provence. So. Anna, du hast das nahkämpfende Pampudi verpasst. Ja, genau, nämlich das hier. Das mutige Nahkampf-Pampudi. Und hallo, Anna. Kühn und Edelmut. Okay, dich brauche ich auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall ein sehr gutes Pokémon. Alles klar, Level 1 einfach mit 16 KP. Ja, Ape Bridge, und dabei ist es noch nicht mal. Dabei hat Chanera noch nicht mal maximale KP-DV. Keith aus Nordrhein-Westfalen. Du gibst Bethany. Oh! Ich hab mir schon fast gedacht, Kenko, dass du das bist. Ich hab's mir schon fast gedacht. Und da hast du das Aqua. Oh, ein Lichtel. Lichteln! Mein Matrifol in Schwarz 2 hieß Enzo. Matrifol ist schon ein interessantes Pokémon auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch eins der besten Pokémon, die man so in der in der fünften Gen so bekommen hat. Oder bekommen konnte. Ich finde, Matrifol war ein ziemlich gutes Pokémon. Ich finde es ziemlich gutes Pflanzen-Pokémon und man hatte nicht viel Auswahl. Finde ich. Scheue Lichtel. Dankeschön, Kenko. Danke, danke, danke. Wie bitte? Bandit Keith? In Amerika!
Diamond aus Spanien, Andalusien. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Geil. Ein Grammoklus in einem Mondball. Daniel aka Rihanna confirmed. Wer weiß. Vielleicht, Anna, vielleicht. Ein kauziges Grammokles. Was macht kauzig eigentlich? Wow, gar nichts. Neutrales Wesen. Okay. Vier gute Werte. Da kann man mit arbeiten. Anna, vielleicht solltest du mal unter Daniels Umbrella. Dann könnte er eine deiner Fragen beantworten. Das könnte durchaus sein. Komm doch unter meinen Umbrella, Ella, Ella, ey, ey, unter meinen Umbrella, Ella. Hast zumindest ein altes Wundertauschmon der 6. Generation. Das stimmt, Juri. Das stimmt. Yenwei aus Alberta. Aldi, hey, ich bin neu hier. Kann mir das mal jemand... Oh, Lusadi! Kann mir das mal jemand hier alles erklären mit dem Tausch-Pokémon und so? Also, pass auf, Aldi. Pass mal auf. Ich versuch's dir so kurz und knackig wie möglich zu erklären. Also, das hier ist der Wundertausch. So, erstmal das... Und du gehst einfach hier über Sonne und Mond in den Festival Plaza rein und sagst dann einfach tauschen, ne? Sagst dann Wundertausch und dann tauschst du. So. Die Sache ist, das mit dem Wundertausch funktioniert so, also zumindest bei mir, dass ich von euch erfahre, welches Pokémon ich jede Woche vertauschen soll. Und mit etwas Glück würdet ihr dann das Pokémon, das ihr am meisten gewotet habt, dann auch bekommen. Ne, zum Beispiel diese Woche ist es dann Araqua. Was es nächste Woche sein wird, weiß ich nicht. Das wird dann irgendwie mal nächsten Samstag entschieden. Und das ist eigentlich so alles. Ne, du kannst dir jetzt aussuchen, ob du jetzt eine ganze Box voll gezüchteter Pokémon nimmst. Du kannst irgendwelche random Pokémon vertauschen, wenn du mal keine Zeit hattest. Ist alles kein Problem. Ne, wie gesagt, mit etwas Glück kannst du dann auch mich oder andere Leute hier aus dem Chatroom, aus dem Twitch-Chat halt treffen im Wundertausch. Wow. Das war eigentlich wieder länger als gedacht. Naja. Ich muss meine 6 harten Eulen noch an den Mann bringen, bevor ich essen gehe. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen hier die Zügel anziehen. Mal hier in den nächsten Gang schalten. Und direkt mal weitermachen. Vielen Dank, Senpai. Bitteschön. Wie gesagt, das ist halt so grob erklärt. Ne?
Ein Japaner aus Kanagawa. Blue Umbria. Nein, es wird nachher kein Shiny Hunting geben, weil ich einfach dazu nicht komme zeitlich. Ich schaffe es einfach nicht und deswegen wird es dann leider kein Shiny Hunting geben. Ich muss essen. Ciao. Alles klar, Learis. Bis dann. Ich würde es gerne machen. Blue Umbreon. Leider. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Das ist das dritte. Das ist Carpador Nummer 3. Ich sollte ein Aquarium bauen. Wohl eher ein Araquanium. Verstehst du? Weil Araqua, Wasser-Pokémon und Aquarium? Araquanium? Nein? Hm. Okay. Hallöchen Mai. Aldi, danke für den Follow. Alles klar, Fanmate, bis dann. War zwar nur ein kurzes Vergnügen, aber Levi aus den Vereinigten Staaten. Na, dann lass das Araqua mal rüberwachsen, Daniel. Dann kann ich mir das Araquanium bauen. Ja, das Araqua. Nee, Aquarium? Araquarium, genau. Daniel, du hast diesen überaus schlechten Scherz noch schlechter gemacht, indem du verzweifelt versucht hast, ihn zu erklären. Ich weiß. Oh Gott! I love Pussy! Ja, super! Das erinnert mich direkt wieder an dieses R. Kelly-Lied von wegen Marry the Pussy. Das ist so witzig. Dann dieses. Okay, also ich muss sagen, das Mauzi, das ist echt das Beste, was ich heute bekommen habe. Locker und Techniker, ich weiß ja nicht so recht, was ich jetzt davon halten soll. Oh ja, und liebt es zu rennen. Naja, okay. Okay. Und schön mit Camps versehen. Ja, ja. Okay. Okay, ich sollte mich jetzt mal langsam wieder einkriegen. Oh Gott. Mangle FNA FEX. Oh wow, ein Magikarp, Mensch. Super! Daniel, bei der Pussy kommt es eben auf die Technik an. Oh Gott, Safe Dark, du machst es nicht besser. Du machst es nicht besser. Oh, sorry. Mr. Crab. Mr. Crab des Carvel. So. Und das drittletzte Araqua.
Purple aus Nord-Pas-de-Calais. Oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Schnäppke! Schnäppke! Komm her, mein kleiner frostiger Freund. Ich geb dir mein Jäckchen. Alles klar, na, bis dann. Ich dachte, du kannst Französisch etwas. Tja, wie gesagt, Fanny, nur ein paar Brocken. Das war's. Ja, Juri, was vertauscht er jetzt? Panferno oder Rasaf? Okay, Camp Cordea, bis dann. Karen aus Texas. Hello. Picky Pack aus Texas. Warum muss ich mir jetzt das Pepek mit so einem Hut vorstellen? So, und jetzt wird das letzte Araqua vertauscht. Sagt mir, wenn ihr bereit seid. Und an der Stelle sei nochmal gesagt, wenn ihr euer Wunsch-Pokémon beim nächsten Mal sehen wollt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, wenn das Video auf YouTube kommt. Und vielleicht wird es dann beim nächsten Mal. Genommen, euer Wunsch-Pokémon, wer weiß. Okay, ready, bin bereit, ready, los, ready. Go, ready. Okay. So, dann schauen wir mal. Das letzte Araqua für heute. Wer bekommt es? Wer bekommt es? Mike aus Bremen. Warte mal. Alles klar, Safe Dog. Bis dann. Ein weiteres Magnetilo. Yay. Und damit ist auch der 110. Wundertausch für heute beendet. Und bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder.
Und ja, das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und ciao.